Im Auto ist Licht dämmerlos und alles hier los. Ja, wir schwören beide Beine auf die Elf von Niederrhein. Borussia, unser Dream Team, denn du bist unser Verein. Ist das Heuer? Und wenn die Stimmung um sich greift, macht auch die Tribüne weh. Und jetzt alle. Ja, wir schwören, schnelle Beine auf die Endbombiegerei. Hey, die müssen euch in Köln noch mal. Das geht noch lauter. Und noch mal. Ja, wir schwören, schnelle Beine auf die Na klar, Armin. Doch, Armin gehört auch dazu, natürlich. So, haben wir noch jemanden? So, genau. Der Text ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nachsingen, ja? Einfach nachsingen. Ich sing vor, ihr singt nach. Oder Uwe, du singst vor. Uwe, was ist besser? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Du hast dich verstanden. Hallo, hallo, hallo. Ihr singt immer das nach, was Uwe singt, okay? You sing what Uwe sings. Okay, Publikum macht aber auch mit, ja? Ja, wir schwören auf die Elf vom Niederrhein. Borussia, unser Triebteam, denn du bist unser Verein. Und jetzt die Mannschaft. Jetzt hier, genau. Denn du bist unser Verein. Nochmal. Ja, wir schwören auf die Elf vom Niederrhein. Borussia, unser Teamteam. Denn du bist unser Verein. Spielt weiter. Ich glaube, wir müssen das didaktisch wertvoller machen. Wir machen das jetzt der Reihe nach. Barbie fies. Okay, ja, wir schwören Stein und Bein. Zusammen. Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf von Niederrhein. Borussia, unser Dream Team, denn du bist unser Verein. Jetzt bin ich. Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf von Niederrhein. Borussia, unser Dream Team, denn du bist unser Verein. Jetzt gerade wieder. Auf die Elf von Niederrhein, Borussia, unser Dreamteam, denn du bist unser Verein. En Español. Stein und Bein, ole, 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 und alle! Ja, wir schwören und Stein und Bein auf die Elf. Ja, wir schwören beide Beine auf die Elf von Niederrhein. Borussia, unser Dreamteam, denn du bist unser Verein. Das war doch schon nicht schlecht. Jetzt
Jetzt haben wir die Neuen und jetzt nochmal die gesamte Mannschaft zusammen. Einmal, alle zusammen. Bei 3, 2, 1. Ja, wir schwören, schnell und bald, auf die Hände. Und ein grandioser Chor. Fandet ihr den Chor der Neuen gut? Also das hört sich doch schon mal gut an. Okay, wir gehen jetzt nicht näher auf die einzelnen Tonarten ein, aber Fußball spielen sollen sie ja eh besser können als singen. Ja, die Saison hat noch nicht angefangen, die Stimmung ist aber schon riesig gut. Und wir wollen natürlich auch was von dem neuen Herrn Lück. Du stehst gerade hier, komm direkt noch kurz nach vorne. Die Fans wollen euch sehen, euch neue sehen. Du bist gerade angekommen, also bist noch nicht so lange bei der Mannschaft. Es hat sich ja ein bisschen hingezogen. Wir haben lange auf Lück gewartet, oder? Wie bist du von den Fans, von der Mannschaft aufgenommen worden? Wie gefällt es dir die ersten Tage? Ja, gefällt mir sehr gut. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Mein Deutsch ist sehr schlecht. Meine Deutsch ist sehr gut. Super Deutsch. Also besser auf jeden Fall als mein Holländisch. Ja, das weiß ich auch. Was nimmst du dir vor mit Borussia für die nächste Saison? Ja, das Beste. Letzte Saison war sehr gut und ich hoffe, dass das war sehr gut und ja, vielleicht das Gleiche, aber das war sehr schwer. Wir werden es sehen. Hier haben wir unsere Nummer 9, Lück! Genau, danke Lück und jetzt schaffen wir uns Peniel, komm her. Peniel, Neuer, genau, leider verletzt, aber du bist trotzdem da. Wie geht's dir, wie geht's dem Fuß, dem Bein? Ja, wird immer besser und ich hoffe, ein paar Wochen voll anzugreifen. Was denkst du, wie lange sind ein paar Wochen? Ja, 2 bis 3 Wochen vielleicht. 2 bis 3 Wochen schon wieder angreifen. Ja, bei der medizinischen Abteilung könnte das hinhauen. Du bist hier hergekommen zu Borussia, warst einer der ersten Transfers, die feststanden. Ich habe mich sehr gefreut, weil als ich dich mit Hoffenheim hier am Spielen sehen, hast du uns arge Probleme bereitet. Du bist jetzt hier angekommen in Mönchengladbach. Deine ersten Eindrücke? Ja. Ja, auf jeden Fall super Fans. Wir fassen schon, so viel hatten wir in Hoffenheim nicht. Und genau, so, Granit. Da bekommt er noch einen mit, schönen ordentlichen Klaps. Geht das immer so ab in der Mannschaft? Ja, vor allem mit dem Peniel, ja. Immer drauf, ordentlich drauf. Wir wissen, dass ihr nicht nur hier auf der Bühne singen müsst, sondern alle Neuen müssen ja auch was singen beim Mannschaftsabend. Oh, was hast du gesungen? Ich habe die albanische Nationalhymne gesungen. Könntest du das jetzt nochmal machen? Nein. Nee, will er nicht. Mal gucken, vielleicht später am Abend oder... Okay. Wir machen... Sie wollen es jetzt schon hören. Ich glaube, ich habe schon heute genug gesungen, also nächstes Mal dann. Was hältst du davon, sollten wir tatsächlich in der nächsten Saison, ich weiß, es ist noch viel zu früh über Ziele zu reden, aber man wird ja träumen dürfen. Sollen wir tatsächlich in der nächsten Saison wieder so eine erfolgreiche Saison haben, wie unsere Mannschaft in der letzten Saison hatte, dann singst du ganz alleine als Solo die albanische Nationalhymne. Ist abgemacht. Abgemacht! So machen wir das! Gianni! So, Armin, komm du auch nach vorne. Du bist zwar schon länger bei Borussia Mönchengladbach, aber trotzdem wie ein Neuer behandelt worden.
Hast du das so empfunden oder war das für dich so, du hast ja auch schon häufiger mit den Jungs trainiert. Gab es da irgendeinen Unterschied oder gab es auch irgendwas, wo du gemerkt hast, so jetzt bin ich tatsächlich angekommen? Ja, eigentlich nicht. Also ich fühl mich total wohl in der Mannschaft und ja, war nie neu. Du hast gesagt, du bist ein Fußballer vom Herzen. Was möchte denn so ein Fußballer vom Herzen in der nächsten Saison? Champions League spielen. Ami! Alvaro. In English. We tried in English, not in Espanol. Okay, lieber in English. Good to have you here, nice to have you here. Are you sad that you're not anymore at the Olympic Games? Bist du traurig, dass du nicht mehr bei den Olympischen Spielen bist? No, I'm happy to be here with my team. Nein, er ist froh, dass er hier ist mit seinem Team. Endlich. What are your plans with Borussia Mönchengladbach? Was sind deine Pläne? Was hast du vor? Let's do an excellent season for all the supporters. Also eine exzellente Saison spielen für alle Fans, die hier sind. Did you see anything of the city of Mönchengladbach? Yes, I saw the Zentrum. I've also went to Düsseldorf. That's very good. I'm very happy to be here. Also, ist happy hier zu sein. Okay. What is your most likely food? Was isst du am liebsten? Paella oder Brussenwurst? Everything is good. I like everything. Everything? Okay, he likes everything. Auch das werden wir in den nächsten Monaten einfach nochmal versuchen herauszufinden, was seine Leibspeisen sind, beziehungsweise was seine Vorlieben sind. Dankeschön, Alvaro! Wo ist Branimir? Branimir! Oh, Branimir! In German, in English? In English. Okay. How do I pronounce your name? How do all the supporters pronounce your name? Right. Also, wie sprechen wir seinen Nachnamen richtig aus? Ich habe da heute in der Nordkurve so die diversesten Variationen gehört. Yeah, you say Hrgota. Hrgota. Wir probieren das alle mal zusammen. Bei 3, 2, 1. Was that good? Yeah, sehr gut. Ah! You played in the second Swedish league. Do you see any difference right now? Also er hat in der zweiten schwedischen Liga bisher gespielt. Sieht er jetzt schon einen Unterschied im Spiel? Yeah, it's a big difference. It's a lot faster here and the guys are pretty much bigger. Okay, also es ist viel, viel schneller. Er sieht den Unterschied sehr schnell und Gegner alles ein bisschen größer auf jeden Fall. Was sind deine Pläne? What are your plans for next season? Yeah, my plan is to play as much as possible here in the team, yeah. Also er möchte so viel wie möglich spielen. Wir haben es geübt und jetzt könnt ihr es. Branimir! So, haben wir alle. Guck mal, kaum ist man mal 2 Wochen verletzt, wird man schon behandelt wie ein Neuer, ne? Als wäre man weg gewesen. Ja, ist wunderbar, auf jeden Fall. Ja. So, aber, Vater Abraham machen wir nicht mehr. Vater Abraham ist Geschichte, wir gucken nach vorne. Hast du noch irgendwas Neues auf der Pfanne? Irgendwas? Mutter Abraham. Mutter Abraham hat er mitgebracht? Aber den machen wir nicht. Nee. Okay, du warst verletzt, bist aber wieder voll im Training. Wie geht's dir? Ja, ist gut. Also ich bin wieder verletzungsfrei und habe mich heute gut gefühlt und ja, es geht vorwärts. Es geht vorwärts, so soll es auch vorwärts gehen, auf dass es wieder so eine wunderbare Saison wird wie die letzte oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser, wird natürlich schwierig. Was glaubst du, ist möglich mit dem Team? Du hast das Team gesehen im Training. Ja, das ist schwer einzuschätzen. Also wir haben natürlich letzte Saison riesig gespielt und das zu wiederholen wäre natürlich sehr, sehr schwer, aber wir geben natürlich unser Bestes und hoffen darauf. Alles klar, Mike Hanke!